Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode. Heute zeige ich euch das Hotel, in dem wir in Phoenix wohnen, und zwar ist es das Anders Scottsdale. Wir sind nämlich im Stadtteil Scottsdale hier in Phoenix, Arizona, und das Hotel ist unfassbar genial. Ich zeige euch ein paar Impressionen und nehme euch mit durch so eine kleine Hoteltour. Deswegen fangen wir direkt an mit einer Roomtour. Heute gibt es einen richtigen Hotelpoint. Hinter mir ist das Bungalow, in dem schlafen wir. Das ist die Nummer 11. Und das ganze Hotel ist aufgebaut in solchen kleinen Bungalows. Und die sind einfach nur abgrundtief genial. Deswegen laber ich nicht so viel, sondern nehme euch direkt mit. Ich liebe dieses Boho, diesen Boho-Style. Beton, Holz. Einfach nur genial, so stelle ich mir auch diesen Flair in Arizona irgendwie ein bisschen vor. Überall sind Palmen, Kakteen und jetzt Fußabtreter. Kommen Sie herein. Herein spaziert. In Casa Mr. Good Life Krüger. Nee, richtig Hammer. Schaut mal. Holzdecken. Wir haben geiles Interieur. Hier in Lederoptik so eine Bank. Unfassbar genial. Geiles Bett. Das wird schön kuschelig. Hier vorne haben wir noch so eine kleine Sitzgelegenheit, wo man sich irgendwie ja, einfach mal hinschillen kann. Bisschen am Laptop. Bilder bearbeiten. Richtig cooles Interieur. Ich finde das einfach mega hell. Und wie groß ist bitte dieser Flatscreen? Was ist das? 55 Zoll oder was? Keine Ahnung. Ich kann es richtig schlecht einschätzen. Sorry. Kameramann lacht schon hinter der Kamera. Aber richtig cool gemacht. Ich weiß gar nicht, das sind Fliesen? Nee. Echt Holz. Vertäfelung. Toller Stil. Toller Stil. Nächstes. Natürlich Minibar-Check. Ich habe selber noch nicht reingelinkert. Deswegen machen wir einmal kurz den Check zusammen. Okay. Nee, fangen wir hier erstmal an. Was ist das? On the Rocks Premium Cocktails. Irgendwelche wahrscheinlich Nutrition Cocktails. So wie ich die Amis kenne, ist ja irgend so ein Vitamin-Scheiß drin. Der Kameramann muss ein bisschen mehr fokussieren. Achtung. Ja, passt schon. So, irgendwelche Premium Cocktails. Bestimmt irgend so ein Vitaminzeug. Dann haben wir hier Gummibären am Start. Beef Jerky. Leute, richtige Amis. Chocolate Chip Cookies. Hier, M&M's. Chickpeas, also hier, wie heißt das? Kichererbsen und Wasser. So, Kaffeemaschine ist auch am Start. Und jetzt Minibar-Check. Leute, jetzt sind wir mal gespannt. Okay, we have Champagne. Ist das Champagne? Chandon? I don't know. Ist egal. Sagen wir mal, kommt dem Champagner sehr nah. Ist auf jeden Fall prall gefüllt. Was haben wir hier? Scottsdale Blonde. Scottsdale ist übrigens hier auch der Stadtteil, in dem wir sind. Deswegen geiles Bier, wahrscheinlich aus einer lokalen Brauerei, feierlich. Stell ich mir direkt mal raus. Und was haben wir hier noch? Springwater, also Wasser. Dann haben wir Gatorade. Wer Football schaut, der weiß Bescheid. Gatorade geht immer. In grün und in blau, Leute. So. Oh. Könnte mich reinschillen, so eine Mini-Minibar. So, das war's. Was gibt's hier noch? Geiles. Okay, safe ist am Start. Irgend so ein Schüppchenlädchen. Und jetzt, Leute, nach einer Stunde Fahrt, da brauchen wir auch eine vernünftige Dusche. Und die Dusche hier ist richtig Porno. Schaut euch das mal an. Komplett lichtdurchflutet. Oben noch so eine Luke, wo man, wo Tageslicht reinkommt. Und hier Dusche. Riesending! Riesending! Also ich freue mich jetzt schon gleich hier zu duschen, und wenn der Kameramann hier mal kurz reinkommen könnte. Aussicht auf den Camelback Mountain. Da vorne ist er. Also mit einer geileren Aussicht kann man eigentlich gar nicht duschen. Ich glaube, das wird hier mein Favorite Room, Leute. Hammer. Und ich sehe gerade, wir haben sogar noch einen kleinen Garten. Hm. Why not? Why not? Hier. Ne? Schön alles ummauert. Das heißt, der Patrick kann gleich hier seine Buchse ausziehen, schön den Nacken reinmachen und sich komplett
Der Kameramann legt sich ein, was geht hier an? Was ist das für eine Freakshow? Kann hier schön komplett braun werden, Leute. Hammer. Das ist doch mal genial. Und ich finde, der Arizona Flair ist hier auf jeden Fall im Hotel verkörpert. Mit dem ganzen Holz, Weiß und Beton, Marmoroptik. Genial. So, und jetzt würde ich sagen, dusche ich auch eine kleine Runde und dann zeige ich euch den Pool und dann gibt es später auch nochmal ein bisschen was zu essen. Gerade so ein bisschen durchs Hotel und überall sind hier so geile Feuerstellen. Kann man sich einfach mal abends hinchillen und boah, ist das genial. Die sind überall verteilt hier auf dem ganzen Campus oder wie man das auch immer nennen mag. Und da vorne ist, glaube ich, die Pool Area. Lass mal vorbeischauen. Ich bin frisch geduscht und was wäre ein Hotelcheck ohne einen Poolcheck? Hinter mir befindet sich der Pool, schön umgeben mit Palmen und eigentlich gar nicht mal so viel los, wie ich gedacht hätte. Ich muss jetzt aber erstmal eine Badeshorts besorgen, bevor ich da reinjumpen kann. Aber vorher zeige ich euch schon mal ein paar Impressionen, weil ich gar nicht mal so sicher bin, ob ich jetzt noch eine Badeshorts kriege. Hier vorne befindet sich sogar noch eine Bar. Das ist auch nicht schlecht. So sieht das Ganze hier aus. Wird schon schön Football hier übertragen. Hello. I'm just making a review, so don't, no worries. So sieht die Bar aus. Sorry? Yeah, a water would be nice, thanks. Und dann kann man sich hier einfach mal hinschillen, im Pool floaten und die Sonne genießen. Ich hoffe, dass wir das heute Abend noch mal machen können. Aber ist das Hammer, Leute. Jetzt mal im Ernst, ne? Heute losgeflogen, Kackwetter in Düsseldorf. Und dann kommt man hier an, 26 Grad. Und ich muss sagen, also wir haben jetzt 24 Uhr in Deutschland. Oh, thank you so much. Thanks. Wir haben jetzt 24 Uhr in Deutschland und es fühlt sich echt gar nicht so an. Also ich bin richtig ausgeschlafen, Flug war geil. Ich glaube, ich habe 3 Stunden geschlafen. Und so kann man den Tag hier auf jeden Fall genießen. Hm. Ortszeit ist übrigens 15 Uhr. Ja, 16 Uhr sogar schon. Deswegen heizen wir jetzt zu einer Shopping Mall, besorgen uns Badehosen und dann würde ich sagen, jumpen wir da mal rein. Jetzt kommt ein bisschen Poolporn für euch, also nicht falsch verstehen, einfach schöne Impressionen vom Pool. Also Leute, ab geht's in den Fashion Square. Wir haben hier unseren Pickup-Service und ab geht's. Yes, no. Ich glaube, du musst vorne rein, Diggi. Alright, thanks. There you go. You win. So, swim shorts. We need swim shorts. Ich suche gerade hier meine Swim Shorts, aber wo bin ich natürlich gelandet? Bei den Trikots. Alter Vater, ist das geil. Komplette Ausstattung hier. So, meine Lieben, Badebuchse Nummer 1. Schön präsentiert. Was sagt ihr zu der Farbe? Ich habe vom Kameramann ein Go gekriegt. Ich soll manchmal ein bisschen experimentell versuchen. Normalerweise nehme ich eine schwarze, aber der Bad ist am Start. Ich zeige euch jetzt Nummer 2 und dann könnt ihr mal in den Kommentaren abstimmen.
So, und hier die Nummer 2. Wir haben hier einen schönen Farbverlauf, auch im hellen Türkistön. Ich denke mal, das ist modern momentan. Was sagt ihr? Welche soll es sein? Eins oder zwei? Ich kann mich jetzt selber nicht entscheiden. Also, welche es geworden ist, seht ihr gleich am Pool. Wir sehen uns gleich. Ciao. Also, Freunde. Whoa. Badeshorts ist am Start, war ein bisschen teurer als gedacht, 64 Euro, habe ich mir mal gegönnt. Hinter uns Camelback Mountain, den werde ich euch auf jeden Fall gleich nochmal präsentieren, wenn ich hier mit der Drohne ein bisschen lang fliege am Hotel. Und wir waren jetzt gerade im Fashion Quarter, das ist so eine dezente Shopping Mall hier, schon voll verlaufen. Und jetzt laufen wir Fußmarsch zurück zum Hotel. Und ich muss unbedingt in den Pool springen. Also, das ist auf jeden Fall noch heute auf der Bucketlist drin. So Leute, und das Witzigste ist, wir laufen ja jetzt gerade zum Hotel. Es gibt einfach keinen Fußgängerweg, weil hier jeder einfach mit dem Auto langfährt. That's America. Now we're talking. Also Leute, schön hier einmal den Highway langlaufen. Geht ab. Ja Leute, und wo sind wir jetzt vorbeigekommen? Natürlich an einem Starbucks. Deswegen werden hier jetzt erstmal schön die Bechers eingekauft, Leute. Jetzt wird geshoppt. Jetzt wird geshoppt. Böser Sound, Leute. So, ich sehe hier gerade eine frische Ausbeute. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Sieht fancy aus. Aber ich würde sagen, die gehören schon mal mir. So, Amigos, es ist die Billabong Badeshorts geworden. Ich habe mir die gerade schon mal angezogen und ich würde sagen, ich halte mein Versprechen und mache jetzt so einen kleinen Poolcheck. Deswegen schön aus und rein da. Gleich steht nämlich noch ein Abendessen an und das muss ich jetzt erstmal noch mal genießen hier. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat der Reisevlog gefallen. Ich zeige euch morgen auf jeden Fall noch ein bisschen was vom Frühstück. Und jetzt schalte ich erstmal ein bisschen ab. Morgen steht nämlich ganz viel Arbeit auf dem Programm. Ganz viel Film, eigentlich den ganzen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Vlog. Den Arbeitsvlog werden wir skippen. Aber wir sehen uns im nächsten Vlog vom Grand Canyon. Ich habe nämlich einen richtig ultimativen, kranken Roadtrip geplant. Leute, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also, wir sehen uns morgen beim Frühstück und erstmal jetzt adios.